Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es ein bisschen um LabVIEW und um diese Universal-Multifunktionsgeräte von National Instruments. Und zwar sind das Geräte, die man auf der einen Seite an USB anschließt vom PC und auf der anderen Seite haben diese Geräte dann analoge und digitale Ein- und Ausgänge, sodass ich vom PC aus dort diese Ports dann und Pins steuern kann. Ich habe hier drei gleiche Geräte, wobei zwei sind defekt. Also es steht hier auf der Rückseite auch drauf, A0 und 1 defekt, Fragezeichen, und hier auch. Welcher von denen oder beide da defekt sind, das muss ich erstmal rausbekommen. Dazu habe ich hier das Gerät, was funktioniert. Ich habe hier zwei Leuchtdioden an A0 und A1 angeschlossen. Dort mit dem weißen und dem gelben Anschluss, Background ist blau, sodass ich jetzt vom PC mit meinem VI, was ich geschrieben habe, die Helligkeit dieser Leuchtdioden einstellen kann. Ich zeige das mal kurz, ich drehe hier mal den hoch und man sieht jetzt, beide Leuchtdioden sind an und ich kann also die Helligkeit hier einstellen. Das ist also ein analoger Ausgang. Und dadurch, dass die beiden am analogen Ausgang ja irgendwie defekt sind, mache ich Folgendes. Ich werde jetzt also hier diese Leiste, die kann man abmachen hier, also hier, dies kann man abziehen, so, werde ich jetzt an die Defekten anklemmen und das Programm nochmal starten, um zu gucken, welcher von den analogen Ausgängen nun defekt ist. Und dann werde ich weitersehen, ob man das reparieren kann. So, also ich klemme jetzt erstmal das hier ab. Der war ja in Ordnung. Der ist hier nicht in Ordnung. So, das ist jetzt dran. Und jetzt werde ich den hier vom USB abziehen. Und hier wieder ran. Ja, man merkt schon, das Programm will nicht mehr. Da gibt es einen Fehler, weil sich jetzt das Device geändert hat. Und dazu muss ich das neu einstellen. Und dann nochmal starten. Ich hoffe, das geht jetzt. Ja. Wenn hier diese Leuchtdiode blinkt, heißt es, der Treiber ist installiert und normalerweise sollte es funktionieren. Man sieht jetzt hier schon, es leuchtet nur die gelbe Leuchtdiode. Ich drehe jetzt mal den Regler hier wieder hoch und runter. Also die weiße, sorry, nicht die gelbe, weiße kann ich einstellen, aber die blaue geht nicht mit. Und die blaue ist am gelben Anschluss hier dran und der gelbe Anschluss ist hier AO0. Also hier bei dem ist AO0 defekt, das werde ich gleich notieren. Ich habe das hier einfach mal notiert, AO0 ist defekt und jetzt werde ich die andere Box nehmen, die andere defekte und das dort ranklemmen. Gleiches Prozedere und so, dass ich dann relativ schnell sehe, welche Ports da wirklich defekt sind. So, auch hier wieder suchen nach dem neuen Gerät. Und starten. Ah, interessant. Hier ist genau die blaue, die geht. Und nicht die weiße. Ja, die blaue kann ich also hier in der Helligkeit einstellen. Also ist hier genau der andere Port, defekt AO1. Werde ich auch gleich ein Label drauf machen. Und dann werde ich die Boxen einfach mal aufschrauben und gucken, was da so drin ist. So, dazu ziehe ich das natürlich hier erstmal wieder ab. Beides, damit das nicht stört. Und schraube einfach die eine mal auf. Also die haben hier drei Schrauben. Das ist also sehr gut von der Konstruktion her, dass man die aufschrauben kann. So. Und so sieht jetzt die Leiterplatte aus. Achso, das Ding kann ich auch noch abmachen hier. So sieht diese Leiterplatte aus. Man sieht hier die ganzen Transistoren, was es ist für die Ausgänge, für die digitalen Ausgänge. Dann haben wir hier irgendein Bauteil, ich weiß jetzt nicht genau, ADS 7870. Also 7870, weiß ich jetzt nicht genau, was es ist. Und hier oben sind ja die beiden AO0 und AO1 und dort sind auch nochmal
zwei ICs oder zwei Bauteile besser gesagt, hier mit der mit dem SMD Code D12N oder so. Was ist das? Auch nochmal irgendwas anderes. Also ich habe nach den Bauteilen jetzt im Moment natürlich noch nicht gesucht. Werde es gleich mal machen, sodass ich da nochmal genau sagen kann, was hier alles so drin ist. Und vielleicht lässt sich das ja dann doch reparieren, das Gerät. Es wäre eigentlich zu schade, jetzt da extra Neues anzuschaffen oder es einfach wegzuschmeißen. Vielleicht kann man da irgendwie eins von diesen ICs austauschen oder so und dann funktioniert das wieder. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was jetzt hier genau an Teilen drauf ist. Also das erste wäre hier mal interessant zu sehen, hier ein C8051F320. Der, wie der Name schon sagt, ist das eigentlich ein 8051 Mikrocontroller, beziehungsweise das ist einer, der hat einen 8051 Kern drin. Allerdings noch mit der Besonderheit eines USB-Controllers, einer zusätzlichen Funktion eines USB-Controllers. Ist natürlich klar, er geht an USB ran, also muss der auch irgendwie was mit USB zu tun haben. Hier in der Mitte ist ein ADC, ADS7870. Das ist ein 12-Bit-ADC. Der hat nicht nur 8 Analog-Eingänge, er hat sogar 4 digitale IOs. Und ist also für solche Data Acquisition Module gut geeignet. Dann haben wir hier noch diesen 2262, das ist ein TLC 2262. Das ist ein Rail-to-Rail-Operationsverstärker. Und hier diese beiden kleinen mit dem SMD-Code D12N, hier diese beiden, das sind Digital-Analog-Wandler, und zwar DAC7512 von Texas Instruments. Interessant bei denen ist jetzt dieser Ausgang hier. Ich muss mal das mit dem Stift hier irgendwie zeigen, oder mit einem Stück Draht, weil man es sonst nicht sieht. Also hier ist ein Ausgang, der geht da an den 50 Ohm Widerstand, und dieser 50 Ohm geht raus an diese Ports jeweils, ne? Das heißt also, wenn ich Glück habe, ist einer von denen hier in dem Fall kaputt, und wenn ich den tausche, geht es vielleicht wieder. Das werde ich natürlich mal tun. Wenn das nicht der Fall ist, dann müsste ich weiter forschen. Aber das wäre erstmal so der erste Gedanke, wenn jetzt hier ein analoger Ausgang kaputt ist, meinetwegen aufgrund von Kurzschlusssachen oder sowas, dann werde ich also jetzt hier erstmal jeweils hier den tauschen. In dem Fall ist es hier der AO0. Ich habe das hier mal markiert. Der ist also defekt. Ich werde jetzt also hier diesen einen D12N tauschen und schauen, ob das dann geht. Und wenn es geht, dann werde ich das bei dem anderen natürlich dann auch gleich machen. Ich habe jetzt hier das Board, wo AO1 defekt ist. Und wenn ich jetzt hier nach der Leiste gehe, ist AO1 sozusagen der erste hier nach außen hin. Das heißt, ich werde bei dem jetzt hier diesen ersten mal nehmen und austauschen. Dazu nehme ich einfach einen Lötkolben und hier eine kleine Pinzette und versuche das Ding jetzt hier irgendwie rauszuhebeln. Ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelingt. Wenn das nicht geht, dann braucht man noch ein bisschen Lötzinn. Aber das geht jetzt hier im Moment nicht. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Lötzinn nochmal dazu packen, damit man das gut rausbekommt. So, ich habe jetzt hier Lötzinn. Das ist 0,3er. Das werde ich also hier mal ein bisschen einschmattern. Und dann sollte man das eigentlich auch herausbekommen. Ja, anheben kann ich es. Auf der anderen Seite genau das gleiche so ein bisschen. Ich hoffe, dass jetzt nicht zu viel Pads weggerissen wurde. So, so sieht es jetzt erstmal aus. Das schaue ich mir gleich mal nochmal mit der Lupe an, werde die Lötflächen ein bisschen, noch mal ein bisschen mehr Lot wegnehmen, und dann werde ich das neue Bauteil, hier habe ich jetzt also hier, wo ist die Kamera, hier ist er, da habe ich es, da habe ich die drin, und werde die dann einlöten wieder. Ich habe jetzt die Lötstelle noch mal ein bisschen mit Entlötlitze, ja, ein bisschen vom Lot befreit, nicht viel, aber ein bisschen. Und was ich jetzt noch machen werde, ich habe jetzt hier Löthonig auf dem Draht, also ganz wenig.
Es ist so eine Art Flussmittel, oder es ist ein Flussmittel. Ich werde es ganz wenig dort einstreichen, denn Lot ist ja genug vorhanden. Ja, es ist schon wieder viel zu viel. Ich muss das nochmal abstreichen hier ein bisschen. Ja, das ist zu viel. Also für so eine Sachen braucht man wirklich ganz wenig davon. So, ich habe jetzt IC hier schon mal hingelegt. Und ich kann jetzt hier das so ein bisschen rauflegen. Das klebt dann auch so ein ganz bisschen. Und kann es dann mit dem Lötkolben eben jetzt anlöten. Erst ein Bein, dann meinetwegen das diagonal gegenüberliegende Bein. Und dann sollte das eigentlich auch halten. Wichtig ist natürlich jetzt auch die Position, die müsste stimmen, wenn mich das jetzt nicht täuscht. Ich hoffe es zumindest. Ja, das müsste so stimmen. Und okay, das ist jetzt also die eine Seite ist etwas schief im Moment noch. Ich versuche das mal hier zu drehen, dass man das sieht. Beinchen drücke ich ein bisschen runter. So in etwa. Und jetzt aber noch auf der anderen Seite die beiden Enden da. Na, vielleicht müsste ich doch noch ein bisschen Lötzinn nehmen, sehe ich gerade. Huch, ist verschoben. Also so sieht es jetzt aus. Im Moment nicht sehr schön. Also ich werde wahrscheinlich doch noch ein bisschen Lötzinn drauf machen, also vom 03er Lötzinn ganz wenig rauf bringen. Und zwar speziell hier auf der Rückseite. Also hier auf der. Okay. Einmal und dann hier vorne auch noch mal. Ist leider ein bisschen schief drauf, aber es müsste eigentlich trotzdem dann funktionieren. Also wenn, vorausgesetzt, das war das Problem dabei. So, ich denke mal, ich werde es mir gleich noch mal mit der Lupe angucken, ob das richtig kontaktiert ist, ob da kein Kurzschluss ist. Und dann werde ich das Gerät gleich schon mal ausprobieren noch mal. Den Bereich hier, wo ich gelötet habe, habe ich mir mit der Lupe gerade nochmal angeguckt. Also es scheint erstmal soweit okay zu sein. Und jetzt werde ich einfach Folgendes machen. Ich werde das Gerät anschließen und nochmal testen, ob jetzt der Ausgang da auch geht. So, das Steckbrett habe ich hier schon angeschlossen. Und jetzt werde ich hier noch das USB-Kabel anschließen. Er findet ein neues Gerät. Und ich muss dann eben hier umschalten, starten und jetzt drehe ich mal hier hoch. Ha, funktioniert. Beide gehen. Beide gehen. Also ich kann jetzt beide wieder in der Helligkeit einstellen. Also AO0 und AO1 gehen hier wieder. Hier war jetzt AO1 ja defekt. Also werde ich jetzt hier das andere Gerät, was noch defekt war, bei dem hier war ja AO0 defekt, da werde ich also diesen anderen DA-Wandler tauschen und dann sollte das eigentlich auch gehen, also nach dem gleichen Prinzip. So, das ist jetzt hier der zweite mit dem defekten AO0, das war also der innere hier, der jetzt getauscht werden muss. Hier werde ich also auch erstmal ein bisschen Lötzinn reinbuttern, vielleicht auf beiden Seiten. Und dann löst er sich wahrscheinlich irgendwann selbst ab. So kann man das auch machen. Ja, das geht hier im Moment etwas schwierig. Muss ich also doch die Pinzette wieder nehmen und ein bisschen hebeln. Das würde sich, ich komme da so schlecht ran.
Seite auch nochmal ab. Gut, das war jetzt etwas brachial, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Auch hier habe ich wieder ein bisschen Löthonig drauf gemacht und setze jetzt also das Bauteil hier so an. Ich kann leider von der Seite sehr wenig sehen, also das ist wirklich schwierig. Und dann kann ich das hier erstmal an einer Stelle fixieren. Ja, aber so geht es ganz gut eigentlich. Also ist im Moment drauf hier das Bauteil. So, hier auch. Auch hier werde ich noch mal ein bisschen Lötzinn nehmen. Und dann sitzt es einigermaßen hier drauf. Also ich werde jetzt noch mal mit dem Lötzinn nachlöten ein bisschen, aber sehr wenig. Auch. Da ist jetzt so ein Klumpen dran, den werde ich erstmal abmachen vom Lot. Na, das geht im Moment nicht so schön hier. Okay, das ist auch okay. Und mit der Lupe nochmal checken, ob das alles okay ist. Und dann kommt der Test hier am PC. So, mit der Lupe habe ich geschaut, ob die Lötstellen in Ordnung sind. Ich habe auch das VI schon gestartet. Und wie man sieht, leuchten beide Leuchtdioden. Und ich kann sie eben hier in der Helligkeit einstellen. Also damit ist dieser Fehler behoben bei beiden. Und zum Schluss möchte ich noch mal ganz kurz auf dieses sehr einfache LabVIEW-Programm eingehen. Man sieht jetzt hier das LabVIEW-Programm, was ich erstellt habe. Bei LabVIEW ist es ja so, ich habe auf der einen Seite ein Blockdiagramm mit den ganzen Funktionalitäten, die so möglich sind. Und auf der anderen Seite habe ich hier so ein Frontpanel, wo ich letztendlich eine Benutzeroberfläche gestalte. Und das Ziel der ganzen Geschichte ist immer, dass man irgendwelche Daten hier von so einer DRQ-Box überträgt zum PC und dort auswertet. Hier in dem Fall ist es so, ich habe ja diese Box, diese 6800er Box und habe hier zwei DRQ-Assistenten hinzugefügt und zwar deshalb zwei, weil ich zwei Kanäle benutze, nämlich AO0 und AO1. Also man muss diese Assistenten immer hinzufügen, wenn man einen Kanal oder beziehungsweise einen Pin von einem Kanal verwendet. In dem Fall ist der so konfiguriert, dass ich eben diese analogen Outputs ja einstellen kann. Hier unten ist die Device-Nummer, das ist also die Box selber. Dann haben wir auf der Frontpanel-Seite hier so einen Schieberegler, den habe ich auf dieser Seite hinzugefügt und er scheint dann parallel dazu auch hier, sodass ich den Schieberegler hier dann an die Datenleitung von den DAQ-Assistenten dort anschließen kann. Hier, das ist nur ein Text, da ist also nichts dahinter. Und wenn ich jetzt das LabVIEW-Programm starte und ich hier an dem Schieberegler schiebe, dann ändert sich eben hier die Helligkeit der beiden LEDs auf beiden Kanälen, weil die natürlich hier parallel zusammengefasst sind. Auf der rechten Seite sieht man auch eine Schleife hier, dieser Kasten. Das ist sozusagen eine While-Schleife, wenn man so will. Da gibt es so eine Zählervariable hier unten i, das sieht man jetzt glaube ich auf dem Video kaum. Und hier unten ist auch nochmal ein Stopp-Button. Den brauche ich aber nicht, weil es natürlich dauerhaft durchlaufen soll hier in diesem Fall. Ja, und das war es eigentlich schon mal wieder hier so ein bisschen zum Thema LabVIEW, eine Reparatur an so einer Box und wie so ein Programm aussieht. Vielleicht gehe ich dann mal irgendwann mehr auf LabVIEW ein. Bis dahin wünsche ich natürlich weiterhin viel Spaß und tschüss!